Guten Abend, willkommen zum Dreamtime-Webinar über zum Thema Ruanda. Wir sind Andrea und Patrick Schindler und wir dürfen eine Studiereise machen in Ruanda. Da wir die Zeit, in der jetzigen Zeit viel Zeit haben, also wir haben vorher Freizeit gehabt, dann haben wir uns entschieden, mal einen weißen Fleck auf unserer Afrika-Karte abzudecken. Also wir sind noch nie in Ruanda gewesen, hat uns sehr Wunder genommen, wie das Land ist. Wir haben gehört, dass das ein spezielles Land ist, mit einer sehr speziellen Vorgeschichte. Da gehen wir dann auch drauf ein. Und das ist nicht ganz einfach. Und da in der nächsten Zeit das länderübergreifende Reisen nicht sehr einfach wird sein, haben wir uns probiert, eine 2-Wochen-Reise zusammenzustellen, wo wir attraktiv gestalten können, sodass wir auch Kunden gut schicken können. Wir haben das auch geschafft und da ist jetzt eigentlich der Bericht drüber. Nebendran ist noch in Baden Maria Kressler. Hallo, hallo Maria. Hallo Patrick, hallo Andrea, guten Abend zusammen. Funktioniert. Sie unterstützt uns bei dem Webinar. Sie geht dann in der Halbzeit auf die Geschichte von dem Land ein. Sehr eine interessante Geschichte. Und der Dominik Eckert wird dann im Hintergrund die technische, unser technisches Know-how bzw. das technische Equipment überwachen, dass wenn etwas kaputt ist oder wenn etwas nicht mehr tut, ist er für die Reparatur zuständig. Vielen herzlichen Dank. Da wäre die Benutzeroberfläche, die Sie jetzt gerade vor sich gesehen, ungefähr so. Wichtig für Sie sind unten dran die zwei Seiten wäre Handheben, wenn Sie etwas ganz Wichtiges hätten. Und neben das F und A, das ist Fragen und Antworten. Also wenn Sie irgendwelche Fragen zu dem Webinar haben, Frau Maria Kressler wird die beantworten während dem Webinar. Wenn es solche Fragen sind, die allgemein für alle interessant wären, dann tun wir die in der Halbzeit besprechen oder dann im Schluss. Es wird dann einen Wettbewerb geben, auch dort muss man selbst über das F- und E-Knopf eingeben, die Antwort. Wir hätten jetzt gerade mal eine Umfrage, die wäre noch interessant für uns. Da testen wir jetzt aus. Umfrage Nummer 1. Noch schnell, wer da im Nachhinein schaut, der wird die Fragen nicht sehen. Die werden nicht, kann man nicht so schauen, nur wenn es live ist, kommen die da rein. Genau. Also da geht es darum, warum nehmen Sie überhaupt in dem Webinar teil? Die Antworten sehen Sie. Wir wären froh, wenn Sie jetzt da etwas ankürzeln. Dann tun wir das gerne mal austesten. Wir sehen das Ergebnis. Sehr schön. 29% interessieren sich für Ruanda als Reiseland. Und den zweiten können wir auch gut. Da können wir gut mithelfen. Gell? Genau. Gut, vielen herzlichen Dank für die Umfrage. Hat die top funktioniert. Danke, Dominik. Und es ist niemandem langweilig. Gott sei Dank. Gut, dann kommen wir zum Programmablauf. Grundsätzlich zuerst fangen wir mal an mit der Flugmöglichkeit. Da wird meine Frau erklären, wie komme ich überhaupt auf Ruanda. Dann zum Thema Facts and Figures über das Land. Dann das Klima in dem Land. Die Lage, wo liegt Ruanda. Dann kommt der erste Teil von unserem Reisebericht. Ein kurzer Einschub wird dann die Geschichte von Ruanda, dass man versteht, wie sich das Land so entwickelt hat, wie es jetzt ist. Wir haben dann noch etwas zu den Eigenarten von Ruanda und das, was wirklich einmalig macht. Dann der zweite Teil vom Reisebericht und am Schluss gibt es noch die Auflösung vom Wettbewerb und Fragen und Antworten. Eigentlich ist Kigali mit diesen Fluggesellschaften erreichbar. Momentan gibt es aber nicht so viele Verbindungen, darum sind ja wir da, um Ihnen zu helfen, wie kommen wir am besten an, was haben wir am besten für Möglichkeiten, um das können organisieren. Dann hätten wir ein paar Informationen zu Ruanda. Das Land ist etwa ein Drittel kleiner als die Schweiz und hat gut 13 Millionen Einwohner. Es ist 1962 von Belgien in die Unabhängigkeit entlassen worden. Die Hauptstadt ist Kigali. Was noch wichtig ist zu wissen, Englisch ist seit 2010 die Hauptsprache. Vorher hat man sich auf Französisch unterhalten und auch die Unterrichtssprache war Französisch gewesen. Und die Währung hat immer noch aus dem Grund heraus den Namen Ruanda Franc. Dann noch drei ganz spezielle Punkte. 93% der Leute arbeiten in der Landwirtschaft, wovon aber nur 41% vom Bruttoinlandprodukt durch die Landwirtschaft erzielt wird.
Ein ganz tolles Fakt, 61,3% der Regierung bestehen aus Frauen. In der Schweiz haben wir seit der letzten Wahl 35%. Dann in Ruanda fährt man auf der rechten Strassenseite, also gleich wie bei uns, ganz anders als im Rest von Afrika. Zu den Einreisebestimmungen und Gesundheitssachen. Es ist wichtig, dass man 6 Monate über das Rückreisedatum ausgültigen Pass haben und ein Visum. Man braucht eine Gelbfieberimpfung und empfohlen ist eine Malaria-Prophylaxe. Denn in der jetzigen Zeit braucht man einen negativen Covid-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Bei der Ankunft gibt es einen zweiten Test und dann muss man in Quarantäne, bis das negative Testergebnis vorliegt, beziehungsweise maximal 24 Stunden. Und wenn man länger als 120 Stunden, also 5 Tage im Land ist, dann muss man 3 Tage vor dem Rückflug nochmal einen Test machen. Wenn Sie zurückkommen aus Ruanda, müssen Sie hier nicht in Quarantäne. Und ganz wichtig vor Ort, es ist Maskentragpflicht. Durch die Lage am Äquator ist das Klima in Ruanda angenehm. Es wird nie richtig kalt, aber durch die Höhe oder dank der Höhe auch nicht allzu heiß. Es ist aber eher feucht im Vergleich zu anderen Ländern. Man kann das ganze Jahr reisen, in der Trockenzeit von Juni bis September ist aber sicher die beste Reisezeit. Zur Lage von Ruanda. Ich sehe jetzt, das Bild hat, glaube ich, ein bisschen Verzögerung, wenn ich umschalte. Ich habe auch eine Kopie gemacht vom südlichen und östlichen Afrika von einer Karte. Auf dem fällt Ruanda kaum auf, wenn ich es jetzt nicht eingetragen hätte. Der ist so klein. Wir gehen ein bisschen näher an. Dann sieht man, Ruanda ist umgeben von Burundi, da wäre gerade unten dran, das ist hier nicht angeschrieben, von Tansania, von Uganda und von der Republik Kongo. Das ist also ein sehr kleines Land. Dann hätten wir ein Relief von dem Land. So ein Bild habe ich jetzt hier. Die Idee habe ich glaube von Dominik vom letzten Webinar. Hat mich noch sehr interessant und auch hier sieht man natürlich die Eigenarten von dem Land. Nur ganz im Osten hat es Flächen, Ebenen. Dort ist auch der Akagera-Nationalpark. Da geht er nachher über in leichte Hügellandschaft und am Schluss bis in die grossen Berge, bis also etwa 4.500 Meter. Es hat also mehr Berge wie in der Schweiz. Wir sind auf unserer Reise mit Qatar Airways via Doha nach Kigali geflogen. Das Fliegen ist im Moment gewöhnungsbedürftig mit Schild und Maske. Da wir aber viel Platz hatten im Flugzeug, war es eigentlich kein Problem. Wir hatten wunderbare Aussicht hier auf Doha und wir mussten hier mitten in der Nacht umsteigen. Macht aber auch nichts, ist eigentlich kein Problem. Kigali ist eine grüne Stadt und liegt wie fast das ganze Land in einer hügeligen Landschaft. Darum ist es nicht einfach, um sich in Kigali zu orientieren. Mit dem Bild kommen wir auch zu unserem Wettbewerb. Hier sieht man das moderne Kigali mit dem Convention Center und dem Radisson Blue Hotel. Auf einem unserer Bilder in der Präsentation sollten Sie die Form dieser Kuppel wiedererkennen. Der Architekt hat sich von dem Bau inspirieren lassen. Sobald Sie das Bild sehen, dann nachher schreiben Sie doch in Fragen und Antworten rein, dass es sich hier um den Bau handelt und Sie können von uns einen goldprämierten Dreamtime-Biber gewinnen. Auf dem direkten Weg sind wir ins Hotel gebracht worden. Dort hat es dann den Corona-Test gegeben und wir mussten 24 Stunden in Quarantäne müssen. Bei der Auswahl vom Hotel haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben das Zimmer ohne Balkon genommen und das Fenster konnte man nur ganz leicht kippen. Raus hat man nicht dürfen, das heisst, wir waren wirklich 24 Stunden im Zimmer gewesen und das Essen ist also auch nicht gerade anmächtig hergekommen. Aber wir haben daraus gelernt und für Sie, unsere Kunden, organisieren wir jetzt sicher ein Hotelzimmer mit einem Balkon. Dann ist es dann auch losgegangen, also genau 24 Stunden nach dem Test. Wir haben den Morgen um 10 Uhr den Test gehabt. Am nächsten Morgen 10.00 haben sie mal also wirklich immer können abfahren. Wir haben noch einen Kleber für unser Auto drauf tun, selbstverständlich. Und dann hätten wir eigentlich direkt zu den Gorillas gehen. Unser Fahrer hat dann aber noch eine andere Idee gehabt. Wir sind dann also noch zuerst das Genozidmuseum besucht gegangen. Wir haben die Zeit noch gehabt. Und die sollte man sich auch nehmen. Das ist eine hochinteressante Sache. Das ist das Mahnmal von 1994, wo der Bürgerkrieg war. Dort sind irgendwo zwischen 800
800.000 und 1 Million Menschen getötet worden. Und da ist manchmal dazu, da zum Anschauen, ist gehört zu einer ausdehnten Tour durch Ruanda sicher dazu. Hat unter anderem so einen Raum mit Opfern drin, mit Bildern von den Opfern, sehr, sehr eindrücklich. Oder Kleider, die sie präsentieren. Dann hat es einen Knochenraum drin, wo ein Teil Opfer aufgebaut sind. Und für uns sicher das Eindrücklichste war das Kinderzimmer. Das ist enorm hart. Da innen tun sie ein paar Kinder vorstellen, tun sie den Namen vorstellen, wo sie gelebt haben, was für Hobby das kennen, was Lieblingsessen war. Das sind alles Opfer aus dem Bürgerkrieg. Und da bleibt dann schon hängen. Aber ist in dem Land in ein Muster, damals gesehen, ist sehr, sehr spannend auch. Wir sind dann nachher weitergegangen, von Kigali aus Richtung Norden, auf Musanze, da ist gerade beim Volcanoes National Park. Wir sind dort hochgefahren, das sind alles relativ kurze Strecken, weil das Land sehr klein ist. So hat es in unserem Auto ausgesehen. Wir sind übrigens mit unseren Freunden unterwegs gewesen, dem Pius und der Barbara. Die sitzen hinten rein. Und wir müssen 1,5 Meter Abstand untereinander haben im Auto. Das ist Vorschrift unten. Durch da haben wir einen Sechserwagen, kein Sechsplätzer. Sehr, sehr schön Platz. Die erste Überraschung, übrigens da hinten dran, der hinten dran im Putzen, da ist noch unser Fahrer. Der Baptist. Genau. Und da war die erste Überraschung an dem Markt. Da war also ein Provisorium so installiert. Mit Sensorsteuerung haben wir hier unsere Hände waschen. Da haben wir also im ganzen Land überall hat sich da so wiederholt, um die Hygiene einhalten. Wir haben dann noch eine kleine Zwischenverpflegung zu uns genommen. Und dann haben wir gesagt, da ist unser Saftladen. Das war ein kleines Pfauenbüsschen. Das war vollgestopft mit frischen, saftigen, süßen Früchten. Und da haben wir für 2,50 Franken, 3 Franken einen super Drink bekommen, einen halben Liter. Und da haben wir dann die ganze Ferien durchgezogen. Hat immer wahnsinnig süße Früchte überall gegeben. Und für 1-2 Franken haben wir die Drinks normalerweise bekommen. Beim Auffahren zu den Vulkanen haben wir dann auch gesehen, wieso das 93% der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet. Es wird also wirklich alles noch von Hand gemacht. Es sind also noch überall sehen wir so von Hand hacken. Und wir haben in 2 Wochen von diesen Ferien haben wir ganze 3 Traktoren gesehen. Das ist ganz extrem. Dann sind wir bei den Vulkanen angekommen. Die Vulkanen, das sind Virunga-Vulkanen. Da umfasst im Ganzen 8 Vulkanen. Die sind verteilt auf den Kongo, auf Uganda und auf Ruanda. Die Vulkane sind zwischen 3.500 und 4.500 Meter hoch. Und der eine ist noch sehr aktiv. Der ist im 2002 ausgebrochen. Und die Lava ist dann auch bis zum Kivu-See, da sehen wir den nachher noch, ist die rausgelaufen, also in den See rein. Und der ist doch recht weit davon weg. Wir können auch Wanderungen organisieren auf die Vulkane, wenn jemand Lust hat. Die sind dann recht hart, weil da geht es einfach gerade rauf. Und in dem Gebiet von diesen Vulkanen sind dann auch die Dschungel, wo Wald wo Berggorillas angesiedelt sind. In dem Gebiet sind alle Berggorillas, die es überhaupt gibt auf der Welt, das sind rund 1000 Stück. Die sind verteilt auf die 3 Länder. Und dieses Jahr war sehr ein erfolgreiches Jahr gewesen, für Berggorillas mindestens. Es hat 40 Nachwuchs, 40 junge Berggorillas hat es in der Region gegeben. Wir zeigen Ihnen da mal ein bisschen mehr Unterkünfte. Das war der Wunsch der Teilnehmer vom Tansania-Webinar. Unsere erste Unterkunft war das 5 Volcanoes Boutique Hotel. Ein gutes Mittelklasse-Hotel mit einem schönen Garten und Pool. In diesen Bungalows haben wir dann übernachtet. Am nächsten Morgen sind wir zur ersten Wanderung zu den Gorillas aufgebrochen. Schon die Zufahrt zu der Ausgangsbasis ist spektakulär. Auf 2400 Meter über Meer werden da immer noch riesige Herdöpfelmengen abgebaut. Was noch wichtig ist, momentan gilt, dass man nach der Ankunft in Ruanda als erstes zu den Gorillas geht. Das ist, damit man Gefahr von einer Infektion bei diesen Tieren kann, verkleinern oder dass nichts passieren kann. Auch hier hat selbstverständlich Lavabos alle mit Sensoren ausgestattet, sogar Seifenspender, sodass man nichts anlangen muss. Und die sind also ganz neu. Wir waren beeindruckt, wie die Ruander das hier aufbauen haben. Wir bekommen dann die nötigen Instruktionen und Verhaltensvorschriften mitteilt über, wie es ist, wenn man jetzt zu den Gorillas geht. Und dann haben wir den Aufstieg unter die Füße genommen. In einem zügigen Marschtempo sind wir circa eine Stunde unterwegs gewesen und haben zum Glück nur etwa 200 Höhenmeter müssen bewältigen. Es bleibt auch immer wieder Zeit, um solche traumhaften Ausblicke in die schönen Vulkane zu geniessen. Auf einer Hochebene, ganz knapp unterhalb dort, wo Gorillas sind, haben wir den Bewacher von diesen Gorillas noch getroffen. Ihr seht jetzt, wir haben also im Ganzen, wir 4 Leute, wir 4 Touristen, haben 12
Leute beschäftigt hat oben. Also ein Teil ist, hat uns Gepäck getragen, das ist die Lebensgrundlage von denen. Ein Teil ist Bewacher von der Grillas und ein Teil sind Führer von uns. Hier auf dieser Ebene haben wir dann unsere Rucksäcke gestohlen, unsere Stöcke gestohlen und sind dann mit der Kamera bewaffnet und zwei von unseren Begleitern zu den Gorillas gegangen. Wir waren wirklich etwa 200 Meter, 100, 200 Meter, gewesen, dann haben wir den erst gesehen. In dem Moment geht es dann los, es wird gestoppt, wir haben genau eine Stunde Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo man es geniessen kann. Und wir haben es genossen. In 50 Reisen durch Afrika haben wir sehr viele Tiere gesehen und sehr viele Begegnungen gehabt, sehr spezielle. Aber wir sind noch nie so beeindruckt heimgekommen wie von diesen Gorillas. Der Kleine hat uns gerade am Anfang begrüßt, nachher knapp hinten dran ist der Silberrocker gekommen, der Muhosa. Der hat gut 1,80 Meter Höhe und ist über 200 Kilo schwer. Ist ein richtiges Monster. Wunderbar, aber er hat in der ganzen Stunde, die wir gesehen haben, ist man nie irgendwie bedroht vorgekommen von dem. Der Abstand ist vorgeschrieben, dass wir 10 Meter Abstand einhalten. Der sehen jetzt im Gatt, dass das nicht immer möglich ist. Da haben wir noch eine Dame, die uns auch beobachtet hat. Und er hat vier Junge gehabt, die dann schön rumgeholt sind. Und alles bei bestem Wetter und schönsten Aufnahmebedingungen. Interessant war, in dieser Stunde, wo wir bei diesen Affen waren, haben wir dann wirklich auch gelernt, dass jeder Affe ein anderes Gesicht hat. Teilweise ein bisschen eingefallen, teilweise haben sie größere Augen, kleinere Augen. Es ist ähnlich wie der Mensch, also sie unterscheiden sich recht deutlich voneinander. Und hier in dieser Familie von diesen 16 Gorillas haben wir dann gelernt, die Einzelnen ein bisschen zu unterscheiden, schon nach einer Stunde. Da sind dann noch zwei Weibchen, die haben sich also in einer Seelenruhe über eine halbe Stunde lang gepflegt. Sie haben sich da entlaust, haben sich gegenseitig die Zähne geputzt. Und die Jungen haben sich beobachtet, da war das Kleinste, das ist 3 Monate alt. Hat ich ausgesehen, mehr am Samstagmorgen. Und dann war der Rückweg. Nach einer Stunde haben wir dann halt schon wieder gehen müssen. Es war schade, wir wären gerne länger geblieben. Der Abstieg ist ein bisschen gefährlicher geworden, weil es ein recht glitschig war. Wir sind froh, dass wir unsere Stöcke dafür hatten. Zurück in der Unterkunft haben wir dann unsere dreckigen Schuhe abgegeben. Am Abend haben wir es frisch geputzt und super wieder zurückgekommen. Wir haben das Mittag gegessen und dann ist das Arbeiten losgegangen. Sprich, wir müssen oder sind die Hotel anschauen. Hier sieht man das One and Only Gorillas-Nest. Das liegt in einem traumhaft schönen Garten. Es ist eine Luxusanlage. Man sieht hier ein Zimmerbeispiel. Und es hat hier auch ein Spa und einen Pool. Weiter sind wir zu der Singita Quidonda Lodge. Auch das eine Lodge in der Luxuskategorie. Sie liegt sehr schön mit dem Blick in den Nationalpark und zu zwei Vulkanen. Vor kurzem sind hier auch die Elefanten direkt vor der Lodge durchgelaufen. Auch hier haben wir wieder ein Zimmerbeispiel. Und wenn das Wetter einmal nicht so gut ist, kann man hier ein warmes Bad geniessen und in die fantastische Landschaft hinausschauen. So, am nächsten Morgen ist es weitergegangen. Wir wollten eigentlich unseren zweiten Dschungeltrack machen. Wir haben heute die schweren Wanderschuhe montiert mit den entsprechenden Gamaschen, mit unseren Stöcken und so. Und sind losgegangen. Dann mussten wir zuerst über das Feld auf und hinter dem Feld war der Dschungel. Wir sind dann nachher überrascht worden, weil nach 20 Minuten marschieren ist die ganze Familie, die wir eigentlich gesucht haben, mitten auf dem Feld gestanden. Es waren 150 Äffli von denen. Das sind jetzt Golden Monkeys, heissen die. Und die Golden Monkeys gibt es noch genau 2600 Stück weltweit. Der Großteil ist da. Es ist also auch spezielle Begegnung gewesen. Eigentlich müssen wir das zuerst machen vor den Gorillas. Wegen der neuen Vorschriften haben wir es aber müssen umkehren. Wir kommen da hier bis etwa 20, 30 Meter ran zum Fotografieren. Und wir müssen dann wirklich die Zeit nehmen, die kleinen Äffli hier zu beobachten.
Und wegen dem heisst es Golden Monkeys, wenn die in der Sonne stehen, dann fangen die wirklich an zu leuchten. Man sieht es auf den Bildern nicht ganz genau, aber sie sind wirklich echt goldig. Beim Abmarschieren haben wir dann auch durch Dörfchen gehen können. Das war ein entspannter Lauf. Wir haben nebenbei noch die Einheimischen gesehen, die die Erdöpfel ausgegraben haben, in die grossen Säcke hinein. Die werden noch auf dem Kopf ins nächste Dorf transportiert. Dort gehen sie auf ein Velo, ein paar Säcke, und dann ganz ins Tal runter. Beim Abfahren zurück ins Dörfli haben wir noch eines von diesen typischen Häuschen gesehen. Die sehen wir leider nicht mehr viele in Ruanda. Das sind die Urhäuschen, die wirklich, aber die sind heute eigentlich alle ausgestorben. Wenn man mal so einen sieht, machen wir ein Foto davon. Wir haben noch weitere Unterkünfte besucht, auch in der Mittelklasse. Ein Beispiel wollen wir auch gerne noch zeigen. Das ist ein kleines Juwel und ich glaube, das wird auch den Geschmack von unseren Kunden treffen. Es hat einen schönen Garten und einen kleinen Pool. Und ganz speziell sind wirklich die Zimmer, die es hier hat. Die sind die Häuser von Ruanda nachempfunden. Und auch innen sind es wirklich ein Bijou. Wir sind dann weitergefahren und sind Bisate Lodge anschauen. Die liegt auf 2650 Meter über Meer und gehört auch in die Luxuskategorie. Und ich glaube, wir haben schon viele Unterkünfte auch gesehen und sind schon an vielen Orten gewesen. Die hat uns aber wirklich entzückt und wir müssen sagen, die ist fantastisch. Die Häuser sind alle versteckt in Waldbauen. Man muss auch noch wissen, dass der Wald neu aufgeforstet worden ist für die Lodge. Und dann sind wir hier angekommen und sind ins Zimmer hineingekommen. Es hat grosszügige, wunderbare Zimmer mit sehr schönen Badzimmern. Und was auch probiert haben, sie haben vieles von den Materialien, die hier verwendet worden sind, sind aus der Umgebung. Zum Beispiel die Steine in der Dusche sind vom Vulkan. Und wenn man hier auf der Terrasse sitzt, wird man eigentlich gar nicht mehr weg, weil der Blick ist so fantastisch. Hier sehen wir noch das Hauptgebäude. Und egal ob das Hauptgebäude oder Zimmer, es ist einfach eine super Art, wie die gemacht haben. Es ist modern und hat trotzdem afrikanische Elemente drin. Die Aussichten sind genial und die Bauart ist super. Also wirklich sehr gut gemacht. Ich komme ja vom Bau von früher her und ja, von der Verarbeitung her in Afrika noch nie so etwas gesehen wie da. Das ist absolut perfekt, wie sie da viel Bau haben und bis ins Detail raus. Dann ist es weitergegangen. Wir sind dann von den Vulkan her sind wir Richtung Lake Kivu gefahren, auf Gizeni. Das ist die Grenzstadt zum Kongo. Normalerweise gehen da pro Tag über 50'000 Leute in Kongo und zurück. Jetzt wegen Corona ist aber der Grenzübergang gesperrt und durch das ist die Stadt auch eigentlich menschenleer gewesen. Wir haben dann auf dieser Reise dort runter, haben wir über Hochebene, wunderbare Wälder und Kurven, schöne Strassen. Und dann haben wir die zwei beliebtesten Sportarten kennengelernt von der Ruanda. Beliebtest ist Fußball, da ist Nummer zwei, das ist Velofahren. Wir haben also auch die Möglichkeit für Kunden, Velotouren zu organisieren. Unter anderem ist es auch möglich, wenn es zeitmässig aufgeht, mit der Olympiamannschaft von Ruanda. Wir haben einen Kunden gehabt, der das probiert hat. Er hat es grusig bereut am nächsten Tag, weil die Jungs die sind wirklich gut trainiert. Das sind dann auch die schönen Häuschen, die man überall sieht am Strassenrand. Es sind eigentlich einfache Häuschen, aber meistens sind sie farbig angemalt und werden eigentlich als Werbetafel gebraucht. Jetzt da ist zum Beispiel eine Biersorte, die werden auf dem Hauseigentümer schätzen, werden die das Malen zahlen, dass der ein schönes Haus hat. Und das ist also in ganz Ruanda so. Das ist dann so eine typische Verbauung. Es ist überall hügelig und dann wird immer so ein Hügel angebaut, was uns auch aufgefallen ist. Die Ruanda lieben die Aussicht. Also fast auf jedem Hügel zu oberst oben hat es ein schönes Häuschen. Dann sind wir zum Lake Kivu gekommen. Da haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt. Wäre ein wunderschöner See. Wir haben 3 Tage hier Zeit gehabt, aber das Wetter ist immer zwischen leicht bewölkt bis stark bewölkt oder sogar Regen. Durch da die ganz schönen Aufnahmen fehlen mir da. Ich habe noch ein bisschen geschissen, bis Internet suchen. So sehe ich es aus bei schönem Wetter. Oder hier am Strand, ähnlich, irgendwo in der Südsee. Der See ist wunderbar warm zum Baden, also wäre absolut perfekt. Ich habe hier im Internet ein ganz herzliches Hotel gefunden. Das ist das Kivu Paradise. Ein wunderbares kleines Hotel, das mit diesen eckigen Hütchen wohnt. Links davon ist das Haupthaus. Und wo man oben dran hat, man die Terrasse. Da ist dann wird das Essen serviert. Unten dran hat es ein paar einfache Zimmer. Und was speziell ist, man hat unten dran direkt einen Garten. Dort hat es Salat und Gemüse. Und wenn man so einen Salat bestellt, geht der Koch raus, schneidet ihn ab. Und 10 Minuten später hat man auf dem Teller. Ich habe noch nie so frisch Salat gegessen. Da ist dann noch der kleine Strand, der dazugehört. Das ist jetzt nicht wahnsinnig, aber mal am Nachmittag zum Rest die Füße reinheben, ist perfekt gewesen.
Hier sieht man nochmal den Garten und wenn ihr euch, dass das Ganze im See dran ist. Da direkt im Eingang, neben dem Eingang hat es einen Avocado-Baum gehabt, also da kannst du abnehmen und die sind, wo wir da unten waren, sind die wirklich reif gewesen. Wir haben dann das Mittagessen, wir haben gemeint, etwas Kleines, so ein Snack wäre ideal. Auf der Karte ist ja gestanden, ein Snack, ich habe ihn bestellt, der ist gekommen. Also, das war ein riesiges Snack und wir hatten abends Mühe, das Essen runterzubringen. Aber es war sensationell. Der Fisch kommt frisch aus dem See raus, Gemüse direkt aus dem Garten. Hammer. Da sehen wir die Aussicht vom Zimmer aus. Also das Zimmer, dann hat man ein bisschen Rasen vorne dran und dann geht es direkt ins Wasser. Ich bin früh aufgestanden und dann bin ich am Morgen zwischen 5 und halb 6 Uhr wach und fange an, Fotos zu sortieren auf dem Computer. Dabei konnte ich das auch beobachten. Das sind also zwei junge Männer, die waren hier am Fischen. Der eine hat das Netz in der Hand, schwimmt einen Halbkreis raus und am Schluss ziehen sie da beide ein. Es ist also sehr entspannend, ihnen zum zuzuschauen. Das ist so ruhig und gelassen und das machen die den ganzen Morgen über. Nach dem Morgenessen sind wir dann über zum Teil recht abenteuerliche Wege zu einer Kaffeeplantage unterwegs gewesen. Sie liegt direkt am See und wir lernen alles zum Kaffeeanbau. Da haben wir uns gezeigt, wie die Duftzucht funktioniert, die kleinen Kaffeepflänzchen. Und das sind die Früchte. Im Moment ist Nebensaison, sie sind auch nicht wirklich reif gewesen. Wir haben darum nicht die ganze Produktion gesehen, aber man hat uns trotzdem gezeigt, wie alles geht. Bohnen werden dann abgenommen, gewaschen und müssen mehrmals sortiert werden, alles in Handarbeit. Und im letzten Schritt wird hier jede Bohne nochmal geprüft. Das ist eine wahnsinnige Büze. Denn schon ein faules Böhnchen kann wirklich einen ganzen Sack Kaffee kaputt machen. Übrigens, Sie haben gesagt, das können nur Frauen machen. Männer haben schlicht die Geduld nicht, um das zu machen. Und dann müssen die Bohnen geschält werden. Das machen sie hier in dem Mörser. Und über dem Feuer geröstet. Da ist etwa 10 Minuten gegangen. 10 ja, Minuten, 10 Minuten für eine Stunde. Und das hat dann fein geschmückt. Schade, können wir Ihnen den Geruch nicht weiterleiten. Dann sind Bohnen zuerst gemahlen worden, auch wieder in dem Mörser rein. Und dann hat man es noch gesiebelt. Und am Schluss ist er ganz, ganz frisch hier aufgebrüht worden. Ich glaube, so einen frischen Kaffee haben wir noch nie gehabt. Es war sehr eindrücklich und ein lohnenswerter Besuch. Ich glaube, Kaffeetrinker werden den Kaffee von jetzt an mehr geniessen und hoffentlich auch bewusster trinken. Bei der Rückfahrt besuchen wir dann noch die Werkstatt für Kriegsversehrte. Das war das Atelier de Poupée. Hier nähen kriegsweise Puppen und Taschen. Und die drei Damen, die Sie hier sehen, die stehen jetzt hinter uns hier bei uns im Büro. So, jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch von unserer Reise. Und kurz zu der Maria. Maria, Fragen hat es bis jetzt schon gegeben? Es hat Fragen gegeben, beziehungsweise Antworten oder der Versuch von Antworten zu eurem Gewinnspiel, aber es war noch nicht das Richtige dabei. Also ihr dürft euch noch etwas gedulden da draußen, da folgt noch was. Gut, dem erzählst du jetzt noch etwas von der Geschichte von genau. Ruanda und ich gebe die da frei. Genau, Dankeschön Patrick. Ich möchte ein bisschen ausholen, um die Geschichte von Ruanda verständlich zu machen. Das heutige Ruanda war bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1962 ein Königreich mit dem Namen Banyarwanda. Man geht davon aus, dass es bereits schon hunderte Jahre vor der Kolonialisierung in ähnlicher Form bestanden hat, also nicht sonderlich groß war. Und man spricht von drei ethnischen Gruppen im Land. Das eine sind die Hutu, die Mehrheit bilden, die Tutsis, die Minderheit bilden und die Twa, die etwa 1% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Twa sind wohl Jäger und Sammler gewesen. Man geht davon aus, dass es sich um die ersten Bewohner Ruandas oder des heutigen Ruandas handelt. Diese wurden etwa im 8. Jahrhundert angeblich von den Hutu verdrängt aus ihren angestammten Gebieten. Hinzu kamen die Tutsi und da ist man sich aber auch wieder nicht einig, ob diese überhaupt eingewandert sind oder ob diese bereits dort gelebt haben und sich zu einer Art Oberschicht entwickelt haben.
Bei den Hutus und Tutsis ist überhaupt eigentlich vieles nicht so ganz klar. Und zwar, sie sprechen die gleiche Sprache, sie teilen die gleiche Kultur, sie haben eigentlich ursprünglich die gleiche Religion. Sie bevölkern Ruanda seit langer Zeit ohne räumliche Trennung. Sie sind Nachbarn, sie heiraten sogar untereinander. Also ob das hier wirklich verschiedene Stämme sind, ist absolut fragwürdig. Dennoch steht wohl fest, was man herausgefunden hat, dass es sich um soziale unterschiedliche Schichten gehandelt hat und dass die Minderheit der Tutsis wohl den Adel in diesem Königreich gebildet hat und den König in der meisten Zeit hervorgebracht hat, was durchaus auch zu sozialen Spannungen geführt haben könnte. Im 19. Jahrhundert, das wissen bestimmt viele von Ihnen, haben die Europäer wie David Livingstone und Sir Henry Morton Stanley sich auf den Weg gemacht, um die Quellen des Nils zu entdecken. Und auf der Suche sind sie auch in die Gebiete von Ruanda gekommen. Aber sie waren nicht die einzigen, die Forschungsreisenden, die sich aufgemacht haben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben die europäischen Mächte Afrika unter sich aufgeteilt. Und in dieser Zeit der Aufteilung ist Ruanda sowie Burundi und auch Tansania zu Deutsch-Ostafrika gekommen. Sieht man jetzt hier auf der Karte ganz gut. Und während der Kolonialzeit, oder ich habe noch ein paar Bilder dazu, um Ihnen ein paar Ideen zu geben von Briefmarken und Münzen und der damaligen Flagge von der Deutsch-Ostafrika-Gesellschaft. Mit dem Ersten Weltkrieg, den Deutschland verloren hat, endete die Kolonialzeit für die Deutschen dort. Sie mussten ihre Kolonien alle abgeben. Ruanda wurde von den Belgiern übernommen und die waren bereits 1916 in das Gebiet von Ruanda einmarschiert. Und ja, die Zeit der Kolonialbevölkerung hat interessante Blüten getragen. Und zwar haben die Kolonialherren sehr spannende Interpretationen angeführt, was das Verhältnis zwischen Hutu und Tutsi angeht. Man hat sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite hatte man gefördert und man hat fiktive biologische Unterschiede herausgestellt. Und zwar unter anderem musste jeder Ruander einen Pass haben, in dem seine Ethnie ausgewiesen war. Und damit können Sie sich vorstellen, haben die Kolonialherren natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen, die ja schon immer mal irgendwo da waren, weniger geworden sind. Und man hat zum Beispiel erzählt, das werden Sie, wenn Sie eine Ruanda-Reise machen, auch immer zu hören bekommen. Und zwar, man sagte, dass Familien mit mehr als 10 Rindern zu den Tutsi gehörten. Also sie waren Rinderzüchter, während die, die weniger besaßen, eher die Hutus waren und sie galten als Bauern. Wer kein Rind hatte, waren die Twa. Es ist aber so, dass Ruanda ein armes Land ist und damals auch war. Und viele Familien überhaupt nicht viele, also mehr als 10 Rinder ihr eigen genannt haben. Und somit haben die Hutus mit den Rindern, die sie hatten, doch die Mehrheit dargestellt. Und diese Einteilung, die man damals getroffen hat, sollte sich doch als sehr verhängnisvoll erweisen. Bis zum Jahr 1962, als Ruanda unabhängig wurde, kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den jeweiligen Bevölkerungsgruppen, unter anderem wegen nicht gleichberechtigter Besetzung wichtiger politischer Posten. Und viele Menschen sind damals schon geflüchtet in die Nachbarländer. Im Jahr 1962 wurde Ruanda unabhängig von Belgien. Es wurde die Republik ausgerufen und der erste Präsident war Grégory Kiambanda. Er hat von 62 bis 73 regiert und wurde durch einen Militärputsch entmachtet. Er hatte die Idee einer Einheitspartei und wollte neben sich nichts anderes gelten lassen. Der neue, Sie können sich vorstellen, auch da gab es natürlich dann wieder Konflikte zwischen den jeweiligen Gruppen und der neue Präsident, der dann 73 das Ganze übernommen hat, hieß General Juvenal Habyarimana und er war ein Hutu, hat aber auch die Idee der Einheitspartei vertreten. Jedoch war es bei ihm so, dass er neben sich als Regierungschef einen Tutsi eingesetzt hat. Also man hat versucht, eine gewisse Balance herzustellen. Dennoch, ja, gewisse Spannungen sind immer da und da gewesen. Und als der Präsident, der Zweite, am 6. April 94 von Friedensverhandlungen in Tansania nach Kigali zurückgekehrt ist, wurde sein Flugzeug im Landeanflug auf Kigali abgeschossen, was quasi den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. Das passt zum Überlaufen. Und das ist eigentlich das, was daraus folgte, ist das, was wir heute als Genozid bezeichnen.
In den Monaten von April bis Juli 1994 wurden in etwa 100 Tagen systematisch zwischen 800.000 und 1 Million Menschen getötet. Die gesamte Hutu-Bevölkerung wurde aufgerufen, die Tutsis zu töten. Ebenso sind auch oppositionelle und auch gemäßigte Hutus dem Morden zum Opfer gefallen. Und die Vereinten Nationen haben sich lange geweigert, monatelang die Vorgänge in Ruanda überhaupt als Genozid anzusehen und einzustufen und somit auch anzuerkennen, dass ein Eingreifen erforderlich war. Die Weltöffentlichkeit hat zugeschaut dem Morden und hat aber nicht eingegriffen noch geholfen. Erst mit dem Sieg der Rebellengruppen der RPF im Juli 1994 hat das Massaker geendet und auch dann hat es noch Monate gedauert, bis von internationaler Seite Hilfe für die ruandische Bevölkerung kam. Mit der Machtübernahme der RPF hat natürlich auch eine große Flüchtlingswelle der Hutu ins Nachbarland Kongo eingesetzt. Und in diesen Flüchtlingsströmen haben sich viele Täter und Drahtzieher des Völkermordes um die zivile Hutu-Bevölkerung geschart, diese als Schutzschild benutzt und sich in den Flüchtlingsströmen versteckt. Es gab danach zahlreiche Gerüchte, dass es Vergeltungsschläge an den Hutus geben sollte, aber letztlich war das nicht der Fall. Die neue Regierung, die von der RPF eingesetzt wurde, hat sich sehr bemüht um Versöhnung. Die Begriffe Hutu und Tutsi sind aus dem öffentlichen Leben verbannt worden. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich zusammenzutun, gemeinsam aus den Trümmern ein Land wieder aufzubauen nach dem Bürgerkrieg. Die vordringlichsten Ziele waren der Wiederaufbau des Landes und auch die Entwicklung der selbstverständlich. Und Ruanda hat dabei außerordentliche Fortschritte gemacht. Ein spannendes Thema, was nachher noch kurz angebracht wird, ist, dass man dazu aufgerufen hat, einmal im Monat gemeinsam zu putzen, die Straße zu fegen, den Platz vor dem Haus zu putzen oder vor der Hütte. Also das ist eine Sache, die sich aus dieser Zeit herausgebildet hat. Und trotz all diesen Bemühungen ist die ruandische Gesellschaft durch den Genozid bis heute stark traumatisiert. Bis heute sind ebenfalls der Alltag davon geprägt. Die Spuren sind sichtbar, auch wenn viele Ruander diese Zeit, wir haben sehr eine junge Bevölkerung in Ruanda, diese Zeit gar nicht mehr erlebt haben. Wie gesagt, offiziell gibt es keine Unterschiede, also kein offiziell wird nicht mehr zwischen Hutu und Tutsi entschieden und der Staat ist stark um Einheit und Versöhnung bemüht. Aber aus den Köpfen und Herzen der Menschen sind die Sachen natürlich erst nach und nach wegzubekommen, wenn man das so sagen möchte. Und es wird wohl noch Generationen brauchen, um Vergebung und Versöhnung und Gemeinsamkeit in diesem Land zu finden. Im Jahr 2000 wurde Paul Kagame als neuer Staatschef von Ruanda eingesetzt. Er wurde nicht vom Volk gewählt. Die Nationalversammlung hat ihn eingesetzt. Die Regierung ist autoritär und die Menschenrechte sind eingeschränkt. Allerdings versucht der Staat stark, die wirtschaftliche Situation, aber auch die Bildungslage im Land zu verbessern. Und was Positives, wie ich finde, zum Ende. In Ruanda, Sie haben viele Bilder gesehen mit Frauen. In Ruanda sitzen ganz, ganz viele Frauen im Parlament und zwar 61%. Die sind weltweit absolute Spitzenreiter. Und mittlerweile müssen 30% aller Posten in Entscheidungsgremien von Frauen besetzt werden. Also auch wir hier in Europa können uns da noch eine Scheibe abschneiden. Und das finde ich doch einen schönen Übergang mit ein bisschen diesem tragischen Thema abzuschließen. Und ich übergebe wieder an Patrick und Andrea, um sie wieder eintauchen zu lassen nach Ruanda. Danke vielmals, Maria. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bitte gut, stellen Sie da. Maria Kessler ist ja bis zum Schluss noch bei uns dabei und wir können die auch am Schluss noch beantworten. Gut, dann geht es weiter in unserem Programm. Es geht um die Eigenart in Ruanda. Das eine haben Sie ja schon gehört. Es ist Sauberkeit und die ist wirklich extrem. Wir sind ja schon wirklich in vielen Ländern unterwegs, aber da schlägt auch die Schweiz. Sie sehen praktisch nie einen etwas umsägen. Plastiksäckchen sind seit Jahren verboten, die gibt es nicht mehr in dem Land, die Raschelsäckchen. Die Strassen werden immer super geputzt, sogar der Randstein oder die Wasserleitung innen dran. Also da sieht man jetzt hier unten dran, das ist alles picobello super. Und das sind nicht reiche Gegenden, auch in den armen Gegenden. Und was mir persönlich als zweites extrem aufgefallen ist, sind Hecken. Es sind überall so Hecken, wie sie auf dem Bild sind, die sind super gestutzt und zweigeschnitten, auch in den armen Gegenden. Eigentlich habe ich immer gedacht, das sei so typisch schweizerisch, deutsch, unsere Mentalität. Da unten gibt es das also auch.
Dann die Strassen, etwas anderes. Die Strassen sind natürlich finanziert worden durch Hilfsgelder, aber das ist wirklich perfekt. Wir haben 3 Tage gebraucht, bis wir das erste Schlagloch unter dem Füllig hatten. Vorher, das ist nicht einmal in der Schweiz, ist es so. Wir haben angefangen, so kaputte Strassen. Da sehen wir das also nicht. Wir sind in einem perfekten Zustand. Es hat Strassenlaternen. Wir haben die sogar quer durch den Regenwald durch. Es hat Markierungen links und rechts. Also wir können sogar zur Nacht unterwegs sein. Wir haben übrigens sogar noch neben Kopfsteinpflaster gesehen. Dann etwas anderes. Sie haben sehr, sehr viel Geld in den Strassenbau eingesetzt, die Regierung. Was sie ein bisschen vernachlässigt haben, sind die Wasserleitungen. Also man sieht Hunderttausende von Menschen, die da überall, also den ganzen Tag sehen wir überall Menschen rumzulaufen, die sich Wasser besorgen müssen. Lustig ist, das sind wirklich Familienausflüge, wie sie da sehen. Es hat der Papa, die Mutter und die Tochter, die jetzt da rumträgt. Für die Kinder hat es je nach Alter verschiedene Flaschengrösse von 1 Liter, für die ganz Kleinen 2, 5, 10 Liter und dann eben bis zu 20 Liter Kanister. Dann nochmal etwas Spezielles da. Es wird wirklich, der Großteil wird noch mit dem Velo transportiert. Wir haben mal ausgerechnet, weil die auf den alten, klapprigen Velo drauf haben. Das sind also bis zu 150 Kilo, die da transportieren und dann in einem Affen zusammen irgendwann den Berg abrasen mit denen. Wie es bremsen, den haben wir nie gesehen. Und auch etwas Spezielles, das ist die Sprache. Obwohl seit 2010 Englisch als Hauptsprache gilt und auch in der Schule unterrichtet wird, merkt man, dass die älteren Leute natürlich noch mit Französisch aufgewachsen sind und auch Französisch ihre Hauptsprache ist. Zum näher dran herzukommen, ist es wirklich super, wenn man Schulfranzösisch wieder hinführen nimmt und mit denen anfängt zu reden. Man hat einfach gemerkt, wenn ich Französisch geredet habe, dann haben sie angefangen zu strahlen und sind wirklich auf uns zugekommen und haben auch angefangen zu reden. Wir sind dann weitergefahren und unser nächster Halt ist Kibuye. Das ist in der Mitte vom Lake Kivu. Einfach zur Orientierung noch schnell, der See ist etwa 4-mal so gross wie der Bodensee. In diesem Gebiet ist die Gegend sehr bergig und es hat darum unten dran nur so kleinere Strände. Dafür ist der Ausblick von oben in die Fjordlandschaft wirklich phänomenal. Da hätten wir nochmal so ein Bild, wo man die Fjord schön sieht. Und was ebenfalls bekannt ist, das sind die Fischerboote mit ihren grossen Auslegern für die Netze und für Lampen. Die Fischer fahren am Abend raus und bleiben über Nacht draußen zum Fischen. Beim Rausfahren singen sie dann sich Mut an, denn auf dem See kann es wirklich auch grosse Wellen und Unwetter geben. Unsere nächste Unterkunft hier erinnert ein bisschen an kanadische Holzhäuser. Die Lage ist super schön mit Blick über den See. Wir sind dann nach dem Mittagessen mit dem Motorboot unterwegs gewesen auf die Insel Napoleonshead. Schon bei der Anfahrt hat es angefangen zu regnen. Wir sind dann dort angekommen und wenn wir gewusst hätten, was uns für eine Strecke erwartet, hätten wir die Wanderschuhe angelegt. Weiter geht es zu dieser Flughundkolonie, die man hier sieht. 1000 Tiere machen einen ohrenbetäubenden Lärm. Und der Geruch ist nicht so nasenfreundlich. Da können Sie also froh sein, dass wir diesen Geruch nicht übermitteln können. Sie sind also Vegetarier. Es war faszinierend, diesen Tieren beim Fliegen zuzuschauen. Sie sehen wirklich aus wie kleine Hunde mit Flügeln dran. Und wie mein Mann schon gesagt hat, sie essen Früchte, sind Vegetarier. Und obwohl es immer mehr angefangen hat zu stürmen, donnern und wir schon die ersten Blitze gesehen haben, sind wir typisch Schweizer auf den Gipfel rauf. Die Aussicht war spektakulär. Und auf der Rückfahrt bin ich dann schon froh gewesen, dass es nicht allzu weit gegangen ist. Es hat schon Schaumkronen auf dem Wasser gehabt und ich bin nicht so wirklich seefest. Wir folgen dann weiterhin am Lake Kivu. Das Ziel ist der Nyungwe-Nationalpark, ein echter Regenwald, wo die Schimpansen leben. Aber zuerst mussten wir am Morgen noch einmal arbeiten und haben hier noch ein paar Unterkünfte angeschaut. Die Auswahl war eher bescheiden gewesen. Es hat hier eine neuere Unterkunft in on the Lake. Nicht wirklich mit afrikanischem Flair, aber eine gute Lage. Und für eine Nacht ist es also wirklich kein Problem, um hier übernachten. Es fehlt jetzt auch noch in Deko. Ja, genau. Aber es ist ja wirklich relativ neu aufgegangen. Genau, jetzt wo wir dort waren, sind sie also gerade frisch aufgemacht. Wir nehmen dann an, dass da schon noch eine schönere Deko wird. Und dann sind wir noch die Anlage anschauen. Darum ist es auch wirklich wichtig, dass wir immer wieder Hotel anschauen. Weil die ist jetzt also nicht mehr aus dem neuesten Stand gewesen. Zimmer und Gänge sind recht müffelig gewesen.
Und wir sind wirklich froh gewesen, wo wir nachher nicht wieder hin können gehen. Und auf der Teppich sind wir froh gewesen, dass wir Schuhe auch haben. Ja, genau. Leider hat uns das schlechte Wetter an dem Tag begleitet bis zum nächsten Ziel. Das ist das Haupthaus vom Jungwe Topview Hills Hotel. Es liegt zuoberst auf einem Hügel mit einem traumhaften Ausblick, wenn man schönes Wetter hat. Es hat dann ein bisschen auf am Nachmittag, also wir haben dann gleich noch ein bisschen die Berge raus gesehen. Das sind Bungalows, die man hat. Die sind gross und haben auch viel Platz drin. Es hat in diesem Gebiet nicht wahnsinnig viel. Wir sehen nachher nur eine Luxusunterkunft. Ist okay gewesen. Also es hat genau zwei Unterkünfte. Genau, die und Luxusunterkunft, genau. Am nächsten Morgen, 5 Uhr ist es losgegangen. Also wir haben am 20.04 Uhr Tagwach gehabt. Es mörgelt ein bisschen und dann sind wir dann die nächste Wanderung aufgebrochen. Wir müssen eine knappe Stunde durch den Dschungel durchfahren bis zum Ausgangspunkt vom Schimpansentracking. Da sind wir dann wirklich in den Regenwald eingetaucht. Es ist also abwärts gegangen, wir sind auf die Höhe angefangen und sind runtergelaufen. Da sind wir dann in Ranko von dem Dschungel. Im Rand haben sie einen Fichtenwald angebaut. Ganz spannend, dass die Einheimischen, wenn sie Holz gehen, holen, dass sie nicht in den Regenwald hineingehen und dort das Holz umtönt, hat man da schnell wachsende Fichten angebaut. Dann ist es rassig gegangen relativ. Also wir haben eine Stunde unten gewartet, dann hat es gemacht, 30, 40 Meter vor uns gemacht, zack, 4 Schimpansen sind über den Hügel gerannt und im Dschungel verschwunden. Und einen Höllenlärm gemacht. Höllenlärm gemacht. Dann haben wir gefragt, ja, wie kommen wir jetzt das Loch durch ab? Dann hat der Führer gesagt, ja, wie echt, gerade ab. Ist dann auch wirklich dort irgendwo 350 Meter ab dem Hügel abwärts gegangen, und aber wirklich gerade. Wir sind da nicht sehr nahe gekommen, also die Aufnahmen sind aus etwa 150 bis 180 Meter gemacht worden. Darum hat man da jetzt nicht so wahnsinnige Aufnahmen angebracht. Ist trotzdem eindrücklich gewesen. Wir haben noch andere Affen gesehen, wie da zum Beispiel Blue Monkeys. Spannend an dem Trip war wirklich gewesen, mal eine Tour durch den Dschungel. Man sieht, wie es da raufgeht. Unsere Trekker haben dann auch mit Macheten reingehauen im Boden, um irgendwie Stegentritte zu machen, dass es nicht ein paar Meter aufs Hinterteil haut, wenn wir unsere Hosen ansehen. Wir sind dann auch wieder die 5, also das Ganze ist 550 Höhenmeter bis ganz rauf. Da habe ich dann wieder schnaufen und filmen, das ist ein bisschen flacher geworden, aber so sieht es aus. Es war eine wunderbare Wanderung gewesen. Also diesen Trip macht man wirklich wegen der Wanderung durch den Dschungel. Die Schimpanse ist ein bisschen zugegeben, wenn man es sieht. Wir haben dann auch noch andere Äffchen gesehen, da ist zum Beispiel ein Mountain Monkey, auch ein ganz herziges. Und weil wir ja typisch Schweizer sind und eine 5,5-Stunden-Tour nicht langt, haben wir vorgebucht, gerade noch eine zweite Tour hinten angehängt. Es gibt dann da eben einen Wimpfel, einen Baumwipfelwanderweg quasi. Wir haben also dann nachher Mittag, wir sind rasch etwas trinken gegangen und haben dann nachher sind wir weiter gewandert gegangen, wir haben nochmal eine 2 Stunden angehängt. Da geht man dann zu den Hängebrücken. Die Hängebrücken sind von Kanadiern gemacht worden. Wir haben das Vertrauen drin gehabt, aber sie sind so konzipiert, dass sie richtig gewackelt tönt. Da sieht man jetzt Pius, wo er drüber geht. Das verkrampfte Lächeln haben wir also auch gehabt. Es war sehr, sehr wackelig, die ganze Angelegenheit. Und da ist die grosse Brücke, die hat 150 Meter Länge und ist 90 Meter über dem Boden. Und wir sind auch, Sie sehen es in unserem Gesicht an, wir sind echt froh gewesen, als wir am Schluss drüber gewesen sind. Dann haben wir eigentlich noch in die 5-Stern-Lodge gehen, die anschauen. Die ist aber Corona-bedingt, weil jetzt keine Touristen da unten sind, haben sie die noch geschlossen gehabt. Wir haben auch nicht können drin schauen, darum habe ich ein paar Bilder aus dem Internet rausgeholt. Da ist auch wieder eine One-and-Only-Lodge, da ist ein Nie-Jungwehr-Haus und da gehört in die absolute Luxuskategorie rein. Da sieht man noch den Wellness-Tempel nebendran mit der Aussicht in die Teeplantage rein, wo es wirklich mitten reingebaut ist. Und am nächsten Morgen haben wir alle noch Muskelkater gehabt. Nein, haben wir eigentlich nicht gehabt, aber wir sind dann trotzdem froh gewesen, dass wir nicht wieder haben müssen laufen. Wir haben eine Mega-Etappe vor uns gehabt. Wir müssen zurück auf Kigali, wo wir nochmal einen Corona-Test machen müssen und dann geht es in den Kagera-Nationalpark. Also wir haben wirklich das Land von Westen nach Osten durchfahren. Wir starten wieder um 5 Uhr am Morgen und dank der guten Strassen und Strassenlaternen war das kein Problem gewesen. Als es dann hell geworden ist, haben wir den fantastischen Ausblick über den Dschungel mit den Nebelschwaden gehabt. Wir fahren durch die Teeplantage Richtung Kigali. Die können wir übrigens auch noch besuchen, wenn wir das mal machen wollen. Und gleich wie beim Kaffee zu erleben, wie ein Teil von unserem Tee, wo ein Teil von unserem Tee herkommt und wie man das macht. Auf dem Weg nach Kigali hätten wir eigentlich auch noch den Besuch vom Neubau vom alten Königspalast planen können.
Wegen dem Corona-Test haben wir aber leider keine Zeit für das. So wird das von innen aus gesehen. Die Satellite, die wir vorher gesehen haben, hat einen Teil der Ideen daraus rausgenommen. Dann sind wir auf Kigali hineingekommen und das ist eine der ältesten Siedlungen in Kigali. Das Gebiet sollte in den nächsten Jahren geräumt werden, denn es besteht Gefahr, dass der ganze Hang oben abrutscht. Das ist ein typisches Strassenbild in Kigali. Es hat wahnsinnig viele Töpfe umeinander und im Gegensatz zum Rest des Landes hat es hier auch viele Privatfahrzeuge. Übrigens, die schon mal in Afrika waren, schauen mal die Verkehrsinsel an, es fällt euch sicher auf. Es gibt praktisch in ganz Afrika, außer vielleicht Südafrika, nie eine Verkehrsinsel mit frischen Blumen drauf. Wir erreichen dann noch das Basketballstadion, das ist zum Corona-Testzentrum funktioniert worden. Es ist alles super gut organisiert. Man sitzt an und wartet, bis man aufgerufen wird. Man hat seine Zettel dabei, man gibt die ab, die findet die ganze Info, die man schon vorher gemacht hat und alles. Dann das alles eingeben, noch zwei, drei weitere Fragen stellen und dann nachher wird der Abstrich gemacht und dann ist es erledigt. Das heisst, wir sind relativ schnell durch gewesen, sind dann mit unserem Agenten noch gut zu Mittag gegessen und haben in einem typischen einheimischen Restaurant gegessen. Wir haben für 6 Personen zum Mittag 26 Franken gezahlt. Ja, wir haben gemeint, wir sind grosszügig, um sie einladen. Wichtig ist aber auch, in den Touristenorten zahlt man definitiv viel mehr ungefähr Preise wie in der Schweiz. Das Leben spielt sich in Ruanda meistens am Strassenrand ab. Wir haben hier noch zwei, drei Beispiele. Also da ist uns dann gerade noch einen aufgefallen. Ein älterer Herr, der einen grossen Stamm jetzt hier bearbeitet, der macht also effektiv ein Holzboot auf. Das ist in den meisten anderen afrikanischen Ländern inzwischen verboten worden und man hat nur noch Plastikboot. Hier sehen wir ein typisches Gerüst, ein ugandisches, absolut super konform, super aufbauen. Die Leitern sind übrigens, man sieht eine ganz hinten rechts und eine ganz vorne links. Das sind die dünnen Hölzchen, die sie angelehnt haben. Die Dachleiter hat die noch auf den Bau, auf den ersten Stock. Das ist die typische Art vom Anbau von Lebensmitteln in Ruanda. Da es wahnsinnig viele Berge und Hügel haben, müssen sie halt die nutzen zum Anbauen. Überall sind die Terrassierungen, da jetzt Früchte und Gemüse, die abgebaut werden. Wenn es mal eine größere Ebene hat, wie Sie hier sehen, dann wird Reis abbauen. Da wird es doch genug Feuchtigkeit dafür, aber auch hier, man sieht, in Indien sieht man mindestens da noch irgendwo so Büffel, die ihnen helfen. Da wird alles noch von Hand gemacht. Da kennen wir mehr Schweizer, also das ist jetzt ein Milchtransporter mit 3 Tasen drauf. Ob da Kühlkette eingehalten worden ist, können wir jetzt nicht beurteilen. Wir haben aber gesehen, dass es wirklich eine Milchregion ist. Der Kreisel hat uns besonders gefallen, der würde auch gut in der Schweiz kommen. Dann zu den Transport noch. Der Großteil von Transport wird ja über die Velo gemacht und die Frauen sind natürlich auch da Weltmeister. Weil die alles auf dem Kopf können transportieren, ist enorm. Wir treffen dann gegen da oben die Makagera Nationalpark ein. Den haben sie erst im 94, also erst im 94 bei der Bürgerkrieg praktisch ausgerottet. Also die haben praktisch nicht mehr existiert, die sind praktisch alle getötet worden. Und der ist jetzt wieder im Aufbau. Unter anderem auch wegen grossen Schweizer Investoren, die da richtig Geld investieren. Der Park ist jetzt wahnsinnig schön von der Natur her. Also die Hügel, die man hier sieht. Also man hat am Anfang jetzt Berge, am Rand noch jetzt Berge und dann geht es runter auf die Tiefebene und in dieser Ebene ist eine grosse Seeplatte. An dieser Seeplatte zu haben wir dann auch unsere Lodge gehabt. Da ist also die Zelt drin gewesen. Da ist dann wieder typisch afrikanisches Lodging, würde ich sagen. Dann haben sie dort, wo man kann essen kann, da haben sie auf der See rausgebaut, eine Plattform, und haben uns dann da zum Morgen, am nächsten Morgen serviert, mit dem herrlichen Sonnenaufgang, Morgen im Hintergrund. Logischerweise für unsere Ferien in Ruanda, ich bin eigentlich nicht zu Affen-Fan, aber wir haben wirklich überall Affen gesehen und ich bin bis jetzt wirklich verloren, wie man sieht. Auch sogar Pavian haben sich da im Sonnenaufgang in dem warmen Licht recht fotogen gegeben. Da noch ein Baby. Jetzt haben sich natürlich auch Parkbewohner geändert. Da sind es dann mehr wieder wie in anderen afrikanischen Ländern. Wenn es Wasser hat es natürlich auch die grossen afrikanischen Fischigel. Da sehen wir einen Ausblick auf die Parklandschaft runter, mit den Seen. Und sie haben von Kenia her vor ein paar Jahren 60 von diesen Giraffen bekommen. Jetzt hat es mehrere hundert. Die können sich extrem gut weiterentwickeln hier. Es hat auch Raubkatzen, haben wir aber keine gesehen. Wasserböcke, wahrscheinlich sind wir die ersten Touristen seit Monaten, da haben sie uns so angeschaut. Dann hat es Büffel, Zebras, es hat Giraffen, einen Haufen, also wie schon gesagt.
und auch Elefanten. Ich habe hier endlich eine Aufnahme machen, die hat meine Frau seit Jahren gewünscht. Hippo mit Gemüse drauf, also Wasserhyazinthe. Das haben wir lange gebraucht, das ist etwas Spezielles, wenn du Afrika-Reisender bist. Es hat auch Junge gehabt zur Zeit. Aber was speziell in dem Park ist und was mir wahnsinnig eingefallen ist, ist die Landschaft. Also der Park gehst du nicht, weil du willst Tausende von Tieren sehen. Das ist nicht der Fall. Man geht wirklich in die Kombination anschauen. Also man kann wunderschöne Bilder machen. Man hat im Hintergrund einen See, man hat Palmen, vorne durch den Wasserbock. Die ganze Kombination stimmt. Aber es ist nicht wegen der Tierreichtum, gehst du nicht dran. Am nächsten Morgen haben wir dann nochmal so einen traumhaften Sonnenaufgang gehabt. Und unseren letzten Morgen im Busch. Es sieht halt schon so ein bisschen aus, wie wenn es ein Sonnenuntergang wäre. Ich weiß, dann sage ich es auch immer. Auch da gibt es noch weitere Unterkünfte im Park. Die haben wir aber auch nicht können anschauen, weil es nach der letzten Regensaison ist der See so hoch war, dass der unter Wasser gestanden ist. Und jetzt gerade ist es wieder eröffnet worden. Da noch der Blick aus dem Zelt auf den See. Ja, und da wäre es dann eigentlich gewesen. Die letzte Etappe hat uns wieder zurückgeführt nach Kigali. Und dann ist die emotional eindrücklich und doch sehr abwechslungsreiche Reise schon vorbei gewesen. Und wir sind mit der Qatar Airways via Doha wieder in die Schweiz geflogen. Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir zwei Reisen für sie zusammengestellt, für 14 Tage. Wie wir unterwegs gewesen sind, entweder mit einem Fahrer, aber man kann auch Möglichkeiten, wie wir vorher schon erwähnt haben, dank der guten Strasse, selber durch das Land fahren. Wir haben mit den die Strassen sind gut, es ist alles angeschrieben, habe ich wollen sagen, und mit dem heutigen Navigationsgerät findet man auch das Hotel. Wir fahren wie in Europa auf der gleichen Seite und von dem her wirklich ohne Probleme machbar. Die Preise, die Sie hier sehen, die sind ohne Flüge, aber inklusive allen Ausflügen, allen Permits, allen Nationalparkgebühren und auch dem Gorilla-Permit, wo doch relativ teuer ist in Ruanda, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es hat in der Zwischenzeit immer mehr Länder, die wieder aufgehen, vor allem in Afrika. Das Reisen ist, wie wir gesehen haben, ein bisschen mühsamer und jedes Land hat eigene Regeln und wir wissen, wir müssen immer wieder anschauen, wir wissen auch wirklich Bescheid, wir reden auch mit unseren Leuten vor Ort und können ihnen da gerne bei der Planung behilflich sein. Und was ganz wichtig ist, wer jetzt reist, der wird belohnt mit wenig Leuten, Top-Service und wunderbaren Erlebnissen. Ja, dann kommen wir schon zum Fazit von unserer Reise. Ruanda war für uns zwei ein extrem spezielles Land gewesen. Es ist absolut untypisch und auch einzigartig in Afrika. Es ist sehr klein, es ist komplett überbevölkert, es ist arm und es hat eine sehr dramatische Geschichte hinter sich. Aber es ist auch eine grandiose Natur, die man hier sieht, eine wahnsinnige Tierwelt. Es ist abwechslungsreich, es ist farbig, es ist extrem super, es ist aufregend, spannend und es ist sehr lang erhalten. Also wir sind jetzt noch immer wieder darüber nachstudieren, was wir alles erlebt haben. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn man schon so viel zu Afrika gesehen ist. Für reiseinteressierte Menschen, die sich nicht bloß für die Tierwelt interessieren, ist es ein absolut top, also ist es ein absolutes Top-Ziel, das man erreichen kann. Wenn man sich auf Ruanda einlädt, hat man eine sehr lange Erhaltens- und nachhaltige Erinnerungen. Dann noch Fragen. Maria, hat es noch irgendwelche Fragen gegeben? Fragen hat es keine gegeben, aber ganz aufmerksame Zuschauer. Aber ich glaube, ich warte noch, bis ihr dann zu eurem Wettbewerb kommt. Genau. Dann hätte ich noch kurz eine Frage, die zweite Umfrage, die wir haben. Nach dieser Stunde, wo wir jetzt Ihnen das Land, die Destination vorgestellt haben, würde uns interessieren, was halten Sie überhaupt von dieser Destination? Würde Sie eine Reise nach Ruanda reizen? Wenn Sie da jetzt würden, ankreuzeln? Maria, hast du Ruanda auch so in Erinnerung? Ja, kann ich genauso. Ich war zwar wesentlich kürzer unterwegs als ihr beiden, aber ich habe Ruanda auch so empfunden. Also es ist bis heute langanhaltend da geblieben. Also es hat mir unglaublich Eindruck gemacht. Also zum einen natürlich die Gorillas ohne Frage, aber auch die Menschen, die dort zu Hause sind. Und ich habe jetzt ja nochmal eintauchen dürfen durch euch in die Geschichte. Also doch, ich schließe mich da absolut an.
Und da freut natürlich das Touristiker, danke vielmals Maria, Entschuldigung, und da freut natürlich das Touristikerherz. Also 72% würden sich für Ruanda sehr interessieren. Könnt ihr euch gerne melden bei Dreamtime, wir helfen euch dabei. Wir stellen euch eine wunderbare Reise zusammen, wenn ihr interessiert seid. Danke vielmals. Und auch für die Leute, die sich mit Tansania das Ganze kombinieren wollen, selbstverständlich können wir auch solche Kombinationen organisieren. Oder Partyferien, das machst denn du. Danke. Dann kommen wir zu unserem Wettbewerb. Maria, hat es irgendjemand gegeben, der den Bipo gewonnen hat, oder müssen wir morgen selber essen? Nein, wir dürfen ihn nicht selber essen. Also wir haben jemanden, der gewonnen hat. Also auch da ganz, ganz viel Dank von meiner Seite. Die Leute waren unglaublich aufmerksam. Da wurden ganz viele Kuppeln gesehen. Ich glaube, so viele Kuppeln habe ich vorher nicht gesehen. Also bis der Präsidentenpalast ins Bild kam, habe ich doch schon vorher ein paar Anzeigen gehabt. Und ja, der Uwe hat das Rennen gemacht. Haben wir die E-Mail-Adresse? Haben wir, ja, oder? Haben wir. Super. Dann müssen wir uns mit dem in Verbindung setzen und dann können wir ihm den Mann zuschicken. Danke vielmals. Bitte. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Webinar. Das nächste ist in 2 Wochen, ist das Thema Westaustralien. Dann haben wir noch den Überblick über die nächsten. Da wäre dann am 11. November wäre Costa Rica, am 25. November Namibia und am 9. Dezember wäre Fiji. Wie tun sich die einträgen oder melden Sie sich gerade direkt an, wenn Sie interessiert sind? Wir würden uns riesig freuen, wenn viele mitmachen würden. Wenn Sie jetzt rausgehen aus dieser Präsentation, dann kommen Sie gerade in eine Umfrage rein. Wir wären wahnsinnig froh, wenn Sie die Umfrage mitmachen würden. Wir haben vor, weiter solche Webinare zu machen. Und wir sind natürlich um jede Kritik froh, was wir verbessern können. Dann haben wir es, glaube ich. Oder? Wir sind soweit fertig mit dieser Präsentation. Wir haben 1 Minute überzogen. Ich glaube, da wird Dominik auch noch durchgehen lassen. Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich die Stunde heute Abend Zeit genommen haben. Und ich hoffe, es war kurzweilig, spannend für Sie. Und im Namen vom Dreamtime-Team wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Vielen herzlichen Dank. Und dir, Maria, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du uns begleitet hast. Ich danke euch allen auch einen schönen Abend von meiner Seite. Danke. Ade miteinander. Merci. Danke.